Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik Wechselstrom. Komplexe Rechnung. Das letzte Mal haben wir gelernt, was komplexe Zahlen sind. Heute wollen wir uns ansehen, wie man mit ihnen rechnet. Also, komplexe Zahlen sind hoffentlich klar, was das ist. Imaginäre Einheit und so weiter, bei uns in der Elektrotechnik J, dass wir nicht Strom verwechseln. Und jetzt wollen wir verschiedene Rechenoperationen mit diesen komplexen Zahlen durchführen. Eine dieser Rechenoperationen ist eine Addition. Bloß Addition. Wir gehen, wie addieren wir zwei komplexe Zahlen? Also wenn ich da habe, eine Zahl Z1 plus eine Zahl Z2, und ich habe die in Komponentendarstellung, also mit Real- und Imaginärteil, dann ist das A1 plus JB1 plus A2 plus JB2. Und jetzt, das J wie ein normaler Faktor zu berücksichtigen, das heißt, ich habe eigentlich A1 plus A2 plus J, habe ich jetzt herausgehoben, B1 plus B2. Das ist also die Summe Z. Das heißt, Realteile werden addiert, Imaginärteile werden addiert, das war's. Summe von Realteilen, Summe von Imaginärteilen ergibt die neue Zahl Z. Addition. Dann haben wir die Subtraktion. Minus. Subtraktion. Da zieht er die gleich. Es geht also darum, Z1 minus Z2 zu rechnen. Schauen wir das wieder an. A1 plus JB1 minus A2. Und weil das in Klammer, ich mache es mal in Klammer, dann plus JB2. So. Jetzt bringe ich das praktisch aus der Klammer hinein. A1 plus JB1 minus A2 minus JB2, und das sind A1 minus A2 plus JB1 minus B2. Das ist also dieses Mal Z. Wir subtrahieren also die Realteile, wir subtrahieren die Imaginärteile und sind auch fertig. Relativ einfach. Multiplikation. Wie funktioniert das? Nun, wenn wir es so anschreiben, Z1 mal Z2, können wir es einfach ausmultiplizieren. Das heißt, ich habe da A1 plus JB1 mal A2 plus JB2. Multiplizieren wir aus, das sind A1, A2 plus JB2 A1, plus JB1 A2 plus J² B1 B2. Okay, ausmultipliziert, J² ist minus 1, das heißt, ich habe da im Prinzip stehen, A1 A2 minus B1 B2 plus J A1 B2 plus A2 B1. Okay? Und das ist Z. Das ist mein Ergebnis Z. Also kann ich so rechnen, ist aber, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen, schaut ein bisschen komplex aus. Da ist die Komponentendarstellung vielleicht nicht ideal. Sehen wir uns bitte die Polardarstellung an, die Eulersche Darstellung, weil ich habe ja wieder Z1 mal Z2, ist ja Z1, der Betrag von Z1 ist das, mal e hoch
j4,1, ja, mal der Betrag von z2 mal e hoch j phi 2. Okay. Das heißt, die Beträge werden multipliziert, z1, z2, ja, und Potenzen werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Das heißt, ich habe da e j phi 1 plus j phi 2, das sind z1, z2, e hoch j phi 1 plus phi 2. Okay? Das schaut schon gemütlich aus. Das heißt, die Beträge der komplexen Zahlen werden multipliziert und die Winkel addieren sich. Das schaut schon gemütlich aus. Also zum Multiplizieren ist das ja dann doch einfacher, ja, die Polardarstellung. Was haben wir noch? Division. Ja. Das ist in der Komponentendarstellung tatsächlich schwierig. Ja, das ist in der Komponentendarstellung tatsächlich schwierig, weil ich habe ja z1 dividiert durch z2. Ja, das sind a1 plus jb1 dividiert durch a2 plus jb2. Hört schon auf. Ja, hört schon auf. Ich kann aber den Bruch erweitern, und zwar mit der sogenannten konjugiert komplexen Zahl. Was das ist, haben wir auch gehört. Das heißt, ich mache oben a1 plus jb1 und dann multipliziere mit der konjugiert komplexen Zahl von unten. Das hat einen Sinn. Einen Bruch kann ich ja jederzeit erweitern. Mit der gleichen Zahl. Konnte ich wieder kürzen, bin ich wieder da. Mache ich aber nicht, sondern multipliziere jetzt aus. Das heißt, da oben habe ich ja a1, a2 minus b1, b2. Das ist praktisch das da, ja, aber weil das zweite ist nicht, ich mache da Plus. Ja, da habe ich Plus. Ja, b1, weil da ja Minus ist. B2 ist ja eigentlich negativ. So, guck. Ja, und dann habe ich Plus j und dann habe ich das da hinten noch. Das heißt, da habe ich a1 minus a1 b2, weil b2 ja negativ ist, ja, plus b1 a2, ja, das ist praktisch das angewandt da oben. So, und jetzt schauen wir uns ja an, was da unten herauskommt. Ja. Jetzt wird es nämlich interessant. Das ist a2 Quadrat, ja, plus j A2B2, ja, das sind die zwei Sachen, und dann minus JA2B2, ja, und dann B2 Quadrat mal minus J Quadrat sind plus B2 Quadrat, ja, und zack, schau, das ist weg, wunderbar. Das heißt, übrig bleiben tut das da oben. Ja? Und dividiert durch eine reelle Zahl, und reelle Zahlen kann ich einfach durch imaginär und Realteil dividieren, und dann war es das. Ja? Also es bleibt dann doch eine ganz schöne Wurst über, weil wir haben dann praktisch A1, A2, ja, plus B1, B2 dividiert durch A2 Quadrat plus B2 Quadrat, ja, plus J, und da haben wir B1 A2 minus A1 B2 dividiert durch A2 Quadrat plus B2 Quadrat. Schaut wieder aus, nicht? Ja, und das ist wieder mein Z, mein Ergebnis, ja, Real- und Imaginärteil. Passt. Sind wir froh, dass es einen Taschenrechner gibt, der das macht. Ja. Wenn ich die zwei Sachen jetzt aber in Polarkoordinaten habe, ja, z1, z2, ja, dann ist ja das z1 mal e hoch j phi 1 dividiert durch z2 mal e hoch j phi 2. Ja. Das unten kann ich, das heißt, das z1 dividiert durch z2, ja, und dann habe ich
e hoch j phi 1 und dann e hoch minus j phi 1. Ja? Und da kann ich wieder den gleichen Schmäh anwenden wie o und z1 dividiert durch z2 mal e hoch j phi 1 minus phi 2. Ja? Und das ist wieder z. Das schaut schon wieder freundlicher aus. Das heißt, komplexe Zahlen werden dividiert, indem ich die Beträge dividiere und die Winkel subtrahiere. Ja? Man kann sich natürlich fragen, wieso macht man das überhaupt? Ich habe einen Taschenrechner, der das kann. Gegenfrage, ist der immer dabei? Sicher, ne? Sicher ist er immer dabei. Sicher. Sicher. Was haben wir dann? Potenzieren haben wir noch. Also es geht darum, dass wir wieder das z hoch n machen, potenzieren da mal. Ja. Das heißt, wenn wir wieder, wir bleiben jetzt gleich in der Polardarstellung, ja. Wenn wir wieder das haben, das ist das z mal e hoch j phi hoch n, ja. Dann haben wir z hoch n. Hochzahlen werden potenziert, indem man die Hochzahl multipliziert, e hoch j n phi. Ja. Der Betrag wird also potenziert, ja. Der Betrag wird also potenziert und der Winkel wird mit n multipliziert, das heißt, das dreht sich immer so ein Kreis. Ja. Jedes Mal, wenn ich das, ist einmal der Winkel mehr und der Betrag wird auch größer. Hm? Potenzieren. Was ist das gewesen? Was wieder? Rot heute. Ja. Radizieren. Was ist das? Wurzel. Ja. Wurzel. Ja. Das ist nicht hoch. Das ist potenzieren und das ist nicht Wurzel, sondern das ist radizieren. Ja. Radizieren tun wir. Also es geht darum, wieder das Z. Und die nte Wurzel daraus zu ziehen. Ja. Das heißt, ich habe hier im Endeffekt stehen, das ist z hoch 1 durch n. Ja. Und dann kann ich das genauso herwerken. Ja. Das ist also z mal 1 durch n mal e hoch j phi durch n. Ja. Und das ist also Wurzel des Betrages mal e hoch j phi durch n. Ja. Also der Winkel praktisch, wenn ein Quadratwurzel ist, wieder halbiert, wenn eine Kubikwurzel ist, ist wieder halt ein Drittel gemacht und der Betrag wird die entsprechende Wurzel eben gezogen. Ja? So wird radiziert. Dann haben wir noch Differenzieren. Also ich möchte praktisch die komplexe Zahlen ableiten. Ja? Also dz noch dd. Das möchte ich bilden. Ja? Das heißt, ich habe da dz e hoch j omega d dividiert, also zu dd, nach dd abgeleitet. Nun, das ist ein konstanter Faktor, das heißt, der bleibt der da. Und dann muss ich noch ableiten, d e hoch j omega d dividiert durch dt. Wie wird e abgeleitet? Ja? E bleibt e. Da muss ich nur die innere Ableitung nach vorne ziehen. Das heißt, ich habe da z mal e hoch j omega d. Ja? Das ist die äußere Ableitung. Mal j omega, das ist die innere Ableitung. Ja? Das heißt, im Endeffekt habe ich da stehen, j omega z e hoch j omega t. Das ist also j omega multipliziert mit z. Weil das ist ja wieder, das ist ja genau das gleiche wie z. Das heißt, wenn ich einmal differenziere, ist das wie ein Drehen um 90 Grad. Okay?
Pi halbe wird da gedreht, weil das Multiplizieren mit J ist und das war's. Okay? Multiplikation mit der Kreisfrequenz haben wir auch noch. Also wenn das schnelle Kreisfrequenz ist, hohe Kreisfrequenz, dann wird die Zahl entsprechend länger. Und dann haben wir noch integrieren. Das heißt, im Endeffekt möchte ich jetzt praktisch das Integral von z dt bilden. Ja? Das ist also das Integral von z e hoch j Omega t dt. Konstanter Faktor ziehe ich vor das Integral e hoch j Omega t dt. Ja? Und da e hoch t bleibt er gleich. Ja? Bleibt er gleich. Innere Ableitung berücksichtigen. Das heißt, das ist z mal 1 durch j Omega e hoch j Omega t. Ja, das ist also, bleibt über, 1 durch j Omega und die Zahl z. Ja, ist genau das Gegenteil. Ja, also 1 durch j Omega und das z mal e hoch j Omega t ist ja wieder das komplexe z. So bleibt das. Das heißt, ein Integrieren ist ein Verschieben um minus 90 Grad, um minus Pi halbe und eine Division durch Omega. Ja, das heißt, je größer Omega hier ist, desto kleiner wird dieses Ergebnis werden. Ja, so schaut das aus. Ja. So schaut das aus. Das sind die Rechenregeln mit den komplexen Zahlen. Wer einen Taschenrechner hat, der den komplexen Zahlen mächtig ist, würde sagen, ja, das stört mir nicht, ja, dass das ein bisschen kompliziert ist. Da ist einer, so schaut das aus. Da kann man komplexe Zahlen einstellen. Da unten haben wir irgendwo ein i und da haben wir ein e und da können wir rechnen, da ist die imaginäre Einheit. Da können wir rechnen, wie wir wollen und da kommt immer das Richtige raus. Vielleicht sollte man das trotzdem wissen, dieses Rechnen mit komplexen Zahlen, weil man nämlich einen Taschenrechner mal nicht dabei hat. Ja? Dass es zumindest addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, dass das eben einmal in Komponentendarstellung und einmal in Polardarstellung leichter geht, ja? Wie man umrechnet zwischen den Sachen, sollte auch möglich sein. Ja, jetzt kennen wir uns aus mit den komplexen Zahlen. Jetzt können wir diese komplexen Zahlen auf unsere sinusförmigen Größen an. Das war einmal ein Blatt, was ich aufgezeichnet habe. Jetzt können wir das da anwenden. Das ist das Thema unseres nächsten Videos. Diese komplexen Zahlen anwenden auf unsere sinusförmigen Wechselgrößen und dann können wir eigentlich ganz schön gut damit herumrechnen. Ja? Komplexe Wechselstromrechnung. Nächstes Video für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.